Klose gegen drei Mann. Klose. Podolski wieder. Das gibt es nicht. Unglaublich. Die Zusammenarbeit dieser beiden Stürmer, Klose und Podolski, galt als verbesserungswürdig. Heute Weltklasse. Wieder Vorarbeit von dem Bremer Torschützenkönig und abgeschlossen von Lukas Podolski zum 2:0 für Deutschland. Noch einmal hier. Die schwedischen Abwehrspieler hatten erwartet, dass Klose hier es alleine macht. Und dann im letzten Moment der Pass zu Lukas Podolski, der sein neues Stadion hier in München schon entsprechend ausprobiert.